Danke für die ganzen Nachrichten, Kommentare, wie euch das erste Video von Gunderschmidt gefallen hat. Mit Silvia bei unserer 10-Jahres-Veranstaltung. Und dann wird die Bitte mal häufiger geäußert, das zweite Video auch nochmal zu kommentieren. Das machen wir jetzt. Wir haben hier eine Teilnehmerin unserer Coaching-Ausbildung, die Caroline, die von Gunther auch gecoacht wird. Und natürlich, jeder Mensch ist anders, jedes Coaching ist anders. Und wir hätten es nicht besser planen können, aber es war gar nicht geplant, muss ich mal Schande gestehen. Es war ein reiner Zufall, dass die beiden Klientinnen von ihrer Persönlichkeit, von der Art, wie sie in das Coaching reingehen, so unterschiedlich sind. Eine Silvia, wenn wir jetzt mal Inhalt sprechen, total gelb und grün und offen und emotional und alles gezeigt. Und eine Caroline, eher kühl, analytisch, man könnte sagen fast zögerlich. Und das ist einfach spannend zu sehen, wie sie auf die Bühne schon kommt. Und ihr merkt auch in der Körperhaltung, Körpersprache, dass dort, das kennen wir aus dem Business Coaching, der Auftrag erstmal akquiriert werden muss. Also klar, wollen sie sich coachen lassen? Wer möchte sich nicht von Gunther Schmidt coachen lassen? Aber man merkt, dass eine Seite von ihr immer noch so ist, na, ich weiß nicht, so wie weit kann ich mich denn darauf einlassen? Und umso spannender zu sehen, wie Gunther damit umgeht. Hallo, darf ich du sagen oder sie? Wie du haben ist das? Okay. Tja, Mensch, das ist allein schon ein Ambiente, das ist nicht so einfach. Toll, dass du ja, dir das gönnst. Umso mehr wäre es doch wichtig, dass ich was für dich tun kann. Was könnte ich denn für dich tun, Caroline? Ja, ich bin hier, weil ich eigentlich nicht hier sein will. Das ist ein guter Start, finde ich. Also da gibt es eine gewisse Ambivalenz, könnte man das so sagen, allein schon hier zu sein. Also das mehr als Ambivalenz, das ist eigentlich wirklich für mich ein Albtraum. Also nicht deinetwegen, sondern auf eine Bühne gehen zu müssen. Und klar. Ja. Musst du oder willst du? Etwas in dir scheint zu wollen, aber etwas auch nicht. Kann man das so sagen? Ja, in gewissem Maße kann man das so sagen. Ja. Also so gesehen finde ich sowieso schon eine unglaubliche Leistung, dass du überhaupt hier bist. Ja, das finde ich auch. Ja, für, natürlich. Allein. Da haben wir schon die ersten beiden wunderbaren Reframings, weil ich hier sein muss. Natürlich hat sie keine mit Waffengewalt dahin gezwungen und wir haben auch kein Geld dafür bezahlt, sich coachen lässt, sondern sie wollte ja, sie hat sich ja gemeldet und wollte die Chance nutzen, aber merkt natürlich, wie dann die Anspannung steigt. Man da ein paar hundert Gäste im Theater, jetzt auf YouTube und gleichzeitig sagen, oh, du musst, warum denn dann? Wir hätten in Diskussion gehen können. Ist er aber nicht, sondern er hat gleich auf eine charmante Art und Weise in dieses Seitenmodell schon eingeführt, ein Teil von dir muss und ein anderer Teil, der will. Und wir haben ganz klar festgestellt, dass der Teil, der muss, also der eigentlich gar nicht will, dass der deutlich größer ist. Und auch die Würdigung dessen, dass sie schon mal da ist. Wir haben es auf dem Video leider nicht mehr darauf gesehen, wie zögerlich sie auf die Bühne kommt. Also man merkt wirklich dieses Hinhergerissene, da ist meine Chance, was zu verändern, aber nein, Hilfe, ich will auch nicht. Und dieses charmante, herzliche damit umzugehen, mit so kleinen Mini-Interventionen wie das Reframing, nach und nach wird die Stimmung dadurch besser, entspannter und sie öffnet sich. Allein schon dafür gehört eine riesige Anerkennung. Mhm. Warum gehst du denn? Ja, du hast ja gefragt, ob ich muss. Ich möchte gerne eine Führungsposition übernehmen. Ich bin in der beruflichen Neuorientierung. Und ich denke, ich erwarte von mir selber, dass ich in so einer Situation eben auch in der Lage bin, gelassen von der Gruppe zu agieren, also auch von einer größeren Gruppe, und damit tue ich mich schwer. Ja, da ist das ja optimales Trainingsfeld heute. Deswegen habe ich mich ja auch gemeldet, als ich gefragt wurde. Ja. Die beste Vorbereitung schon für die Rolle dann, ne? Ja. Und wenn wir das so machen, für mich ist es immer, also erstmal würde ich dir immer gern zwischendrin so erläutern, was ich dir da so anbiete, weil es betrifft dich ja und deine Anliegen, das solltest du immer so eine kritische Position haben können, ob das für dich überhaupt passt, was der Typ da hier dir anbietet oder nicht und so, und einbezogen werden. Und ja, und da fange ich damit mal an. Für mich ist das ja jetzt ein Mittel zum Zweck für dich. Da soll etwas für dich Hilfreiches rauskommen. Was wäre denn so deine Vorstellung, ob mit oder ohne das Gespräch so, wenn das für dich gewünscht ist, sich so entwickelt hätte? Mhm.
Das fällt mir schwer, tatsächlich positiv zu formulieren. Also es ist immer so, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht so aufgeregt sein. Und? Macht nichts. Das kriege ich mal hin. Also da kannst du ruhig anfangen mit. Das ist sozusagen die Aufwärmphase dann für mich. Also okay. Was dir leichter fällt, mit dem fangen wir an und dann gucken wir, wie wir es weitergehen. Also wenn das mit dem nicht weitergeht, theoretisch ist dann immer so, man soll das anders formulieren. Mein Gott, ja, Theorie ist eins. Ne? Ja. Bei mir in der Klinik habe ich überall so Sprüche hinhängen lassen und auch selber und Klienten auch so weiter haben die hingehängt. Einer gefällt mir besonders gut, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Deswegen machen wir jetzt lieber Praxis. Okay. Und auch da wunderbar durch so eine kleine Anekdote das Eis wieder gebrochen. Also wir haben sie von der Körpersprache, auch von dem, was sie gesagt hat, lebt nicht. Also sie auf einer Abwehrhaltung. Sie ist sehr kritisch dem Ganzen gegenüber. Sie will nicht auf die Bühne. Also würde man, wie gesagt, auch sagen könnten, wir machen es uns leicht, nehmen eine Klientin, die halt total will und keine Stress auf der Bühne hat. Und Gunther nutzt diese Art, die Seite von ihr, dass sie kritisch ist. Wenn ihr euch erinnert, bei einer Silvi hat er nicht gesagt, und bleib bloß kritisch und hinterfrage bloß kritisch alles, was ich hier tue, weil sie direkt im Flow war. Und hier hätte er gesagt, sei mal nicht so kritisch, ich weiß doch, was ich tue. Hätte er recht gehabt, aber wir hätten Coach und Klient auseinandergetrieben dadurch. Und das wäre, der Kontakt wäre nicht so gut gewesen. Deswegen nutzt er oder utilisiert, Neudeutsch, eher die Haltung von ihr, bitte, bitte bleib kritisch, hinterfrage alles, was ich hier tue, damit es für dich gut passt. Wer dieses Gatekeeper-Modell kennt, bewusst und unbewusst. Also er verbrüdert sich mit dem Gatekeeper, der gerade sehr kritisch ist, um später mit dem Unbewussten arbeiten zu können. Und durch so eine kleine Anekdote, könnte man auch sagen, ist auch eher egal, was in seiner Klinik an der Wand hängt. Aber durch so einen kleinen Witz, der Kontakt wird einfach wieder eingebaut. Und genauso ist es. Und achtet einfach, hier ist ganz viel Auftragsklärung und Kontaktaufbau, der bei einer Silvia direkt da gewesen ist von Anfang an. Und hier wird er eben, das könnt ihr wunderbar nutzen im Business-Coaching, aber auch wenn ihr einen Klienten habt, der sehr, sehr unsicher ist, vielleicht sein erstes Coaching, aufgeregt, weil großes Thema. Und da seht ihr wunderbar, wie man nach und nach das Eis zum Schmelzen bringt. Da, dafür war was anderes ja dann da. Ne? Ich so. Würde mich nicht so, jetzt, wie ist denn nicht jetzt so mit ungemütlich deiner fühlen. Wie ist denn jetzt mit deiner Stimme? Ist die da oder ist sie verloren? Im Moment ist sie noch da tatsächlich. Hallo. Ja. Mhm. Ah ja. Und das sollte dann nicht da sein. Ne? Aber du hast offensichtlich, ja, hast du die Erfahrung oder eher die Befürchtung, dass das so kommen könnte? Ich habe schon die Erfahrung, du dass hast die Erfahrung so ist. Auch. Ja. Mhm. Dass die mal weg war oder dass du dich ein bisschen verwirrt erlebt hast vorübergehend oder so in der Art und Weise. Ja. Na gut, dann können wir damit ja vielleicht was Nutzbares draus machen, so irgendwie. Brauchst du im Moment irgendwas hier noch so, damit es für dich einigermaßen ist so oder so? Nee, es geht. Gut. Einigermaßen. Ihr habt sie gleich ins Problemleben geführt. Ihr habt gemerkt, der eine fängt an zu zittern, zu schwitzen, kriegt rote Flecken am Hals und bei ihr ist halt die Stimme, das Unbewusste, was dann sagt, oh, mir gefällt es gerade nicht, ich fühle mich unwohl. Gunther würde sagen, die Seite von ihr, aber das ist jedenfalls dieses Alarmsignal, wenn es dann zu stressig wird, ist die Stimme weg. Und er hat sie ganz kurz in dieses Problemerleben geführt und sagen, ach wunderbar, und das können wir nutzen. Ich, ach du Arme, ach wie schrecklich, ach ja, das nutzen wir jetzt. Also gleich eine positive Aussicht auf das gestellt, was da kommt. Und das war ein Erlebnisnetzwerk im Unbewussten und gleich springt er jetzt wieder zurück zu dem bewussten Teil. Denn wenn der bewusste Teil sagt, nee, ist mir alles zu doof hier, in der Bühne und dann mit Gunther und dann so komischen Hypnozeug will ich gar nicht, dann wäre das Coaching vorbei. Also muss der unbewusste Teil immer wieder angesprochen und abgeholt werden. Und das tut er, indem er fragt, hey, brauchst du gerade noch was? Also lieber Unbewusstes, soll man die Kamera ausmachen, soll ich einen Kaffee holen, soll ich nochmal erklären, was ich hier tue, damit dieser Gatekeeper nach wie vor im Boot ist und dann sagst du, nee, passt, oder? Geht schon mit ihrer der Art, wie sie es eben dann formuliert. Und dann hat sich das okay geholt, weiter arbeiten zu dürfen, weiter mit dem Unbewussten in Kontakt zu gehen. In jedem Fall eine große Hilfe, wenn du alles, was ich dir anbiete, sehr kritisch betrachten würdest
und dir ruhig eine gewisse Skepsis erlauben würdest und erstmal in dich reinspüren würde, was der Typ da schwätzt oder so anbietet, passt das überhaupt für mich so? Weil da sitzt das Wissen bei dir. Ne? Ich habe Hypothesen, kein Wissen für dich, aber du hast das Wissen. Und deswegen sollte man dich als kritischste, oberste Autorität in unserem Gespräch immer würdigen. So. Und da wäre für mich eine große Beruhigung, wenn ich da auf dich zählen könnte. Wäre das okay so? Okay. Also wenn du das so sagst, ich verstehe das auch gut, dass du dahin willst. Du willst also, naja, wenn ich es jetzt für mich mal übersetze, sind Hypothesen, prüf mal, ob die für dich passen. Wenn du deine Stimme nicht fördern willst, dann hättest du halt. Dann wäre sie da, deine Stimme. Und du wärst relativ klar, anstatt verwirrt. So. Und was war das Dritte, was du noch angeboten hast? Du hättest da irgendwie kein Herzklopfen. Herzklopfen. Ja. Ja, was hättest du denn dann dafür? Dein Herz würde doch hoffentlich noch klopfen, oder? Ja, das schon. Aber anders, oder wie? Ruhiger. Ruhiger. Mhm. Und freudiger. Ah, mhm. Und ich finde es vollkommen nachvollziehbar. Das würde ich dir auch gönnen. Und ich denke, da könnten wir jetzt mal miteinander dran arbeiten. Nur habe ich jetzt, wenn du das so sagst, ich verstehe das total, aber ein gewisses Auftragsdilemma als Auftragnehmer. Warum? Ich will es mal kurz erläutern, weil das sind doch tolle Ziele. Und wie gesagt, ich würde dich gerne dabei unterstützen. Nur auf der unwillkürlichen Ebene reagiert ihr offensichtlich in bestimmten Situationen, ja nicht immer, aber in bestimmten Situationen, etwas in dir eben mit diesem Herzklopfen, was du nicht willst. Und mit vielleicht, dass die Stimme sagt, ach, vorübergehend mache ich jetzt einen Spaziergang oder so ähnlich. Wenn die, da ist sie nicht mehr so da wie sonst. Und das andere Gedanken, das sind unwillkürliche Prozesse. Und die sind halt immer schneller und stärker als alles, was man will. Sonst würde ich da gar nicht hier reinbringen, ne, so in der Form. Und genau das ist der Punkt, wo er jetzt die bewusste Kognition abgeholt hat. Hat man zusammengefasst. Coaching hat ganz viel mit Unterschiedsbildung zu tun. Also was sind die drei Unterschiede, wenn es ihr gut geht, wenn es ihr nicht gut geht? Dann auch gleich wieder Reframings eingebaut. Die Stimme ist nicht weg, die macht einen Spaziergang. Kann man jetzt drüber lachen und sagen, na, das ist ja kein Coaching. Doch, aber das ist eine von ganz, ganz vielen kleinen Techniken, Interventionen, die hinterher zum großen Ganzen führen. Und schaut mal, wie entspannt sie jetzt schon ist, verglichen von vor 5 Minuten. Dann der kurze Exkurs, dass das Unbewusste schneller ist, damit die bewusste Kognition auch versteht, ja, stimmt, eigentlich ist es doof, aber eine Chance habe ich ja eh nicht. Und jetzt holt er sie ab und arbeitet genau mit diesen Unterschieden, die er gerade rausgearbeitet hat, den sogenannten Muster des Gelingens. Und wie können wir die jetzt einsetzen auf zukünftige Momente und herausfordernde Situationen? Die sind aber sozusagen... ich übertrage es mal so, nehme an, ich würde mit einem Team oder mit einer Familie arbeiten und ich würde von einem Teil der Familie den und den Auftrag kriegen und die andere würde gar nicht gefragt werden oder übergangen werden, wäre nicht hilfreich. So gesehen habe ich jetzt von der offiziellen bewussten Seite von dir einen Auftrag und der ist vollkommen in Ordnung für mich, für den möchte ich auch dich unterstützen, aber wir sollten noch gucken, dass man einen Auftrag kriege von der Seite, die sieht es vielleicht anders. Die sagt, die Stimme lassen wir jetzt lieber ein bisschen weg. So, soll verreisen, die Stimme. Oder wir stellen jetzt andere Gedanken und das Herzklopfen. Das ist ja, man könnte sagen, wie eine zweite Seite in dir oder sonst was. Und die reagiert halt anders. Eigentlich könnte man, wenn man es ganz genau nimmt, mit so meinen hypnosystemischen Netzwerkmodellen wahrscheinlich sagen, das ist jemand anderer in dir. Also ich sehe dich sowieso als ganzen Verein, gell? So. Wer in dir ist es denn, wer so mit Herzklopfen reagiert und mit ein bisschen oh und so? Und wenn man das vom gefühlten Erleben her nimmt, fühlst du dich ja größer, wenn das Herzklopfen gerade da ist und diese Verwirrung oder sonst was in der Art? Oder kleiner? Ja, kleiner. Kleiner. Stärker oder schwächer? Schwächer. Wenn man das noch auf ein Alterserleben zuführen könnte, muss nicht sein, aber so. Gefühl, was würdest du sagen, welchem Alterserleben? Gefühl, entspricht es denn? Was würdest du da sagen? Komische Frage, klar, aber. Hat kein Alter. Wow, was für eine Emotion. Mal ganz ehrlich, wer hätte gedacht am Anfang bei der Klientin, die sagt, nee, ich will gar nicht hier sein, in so kurzer Zeit eine so intensive Emotion. Klar, gibt es jetzt wieder Bücher und ein
berühmten Begriff über das innere Kind, ob wir jetzt über das innere Kind sprechen oder über eine Seite, ist ja im Endeffekt nur ein anderes Wort für das, was gerade unter Druck ist. Und das hat Gunther wunderbar abgeholt, dieses Herzklopfen. Wie geht's dir da? Natürlich geht es mir da nicht so gut. Natürlich fühle ich mich kleiner und schwächer. Und zack, wir sind dann gesprungen in den Moment, wo sie sich so fühlt. Ob das jetzt eine Situation ist, wo wir dann in der Situation möglicherweise in der Kindheit arbeiten, oder ob es einfach dieses Erleben ist, die eine Seite, die sich fühlt wie ein junger Mensch, vielleicht ein Kind, der total hilflos ist und nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und diese Seite hat die ganze Zeit gehört, nein, sei stark, ich brauche die Stimme, stelle ich nicht so an. Und jetzt zum ersten Mal kriegt sie im wahrsten Sinne des Wortes eine Bühne, sich zu zeigen. Und das ist das, was passiert mit einer starken, sehr klaren, gut organisierten Businessfrau, die jetzt sagt, wow, jetzt ist die Seite da und jetzt darf ich es mal zeigen und darf sie mal annehmen. Und ich glaube, das ist schon der erste große Prozess, wo wirklich richtig etwas passiert in diesem Coaching. Also jedenfalls kleiner und schwächer. Ne? Und die soll jetzt eine Führungsrolle übernehmen oder sowas. So habe ich dich verstanden. Ne? Ah ja, meine Erfahrung ist halt so in vielen Rekonstruktionen mit Menschen, wenn sie sowas erlebt haben, das sollte man alles wortwörtlich ernst nehmen. Gefühlt ist man immer gleich groß. Also ja, biologisch ist man immer gleich groß, aber gefühlt nicht unbedingt. Wenn man sich aber kleiner fühlt, dann kann es einem auch vorkommen, dass man relativ gesehen andere Leute plötzlich größer erlebt und so. Und dann plötzlich die Situation ganz anders wird. Und so, oh Gott, jetzt bin ich in der Führungsrolle und so ähnlich. Und das ist verständlich, weil es so wie wenn etwas in dir sich in einem ganz anderen Kontext erlebt, nicht in dem Kontext der mutigen Frau, die sich ja hochbewegt hat. Und gerade wenn das nicht so einfach war, finde ich, ist es eine sehr mutige Frau, die in dir gesagt hat, jetzt geh mal da hoch in diese merkwürdige Situation. Oder wie findest du das von dir? Ich habe mich die letzten 5 Wochen schon echt verflucht für diese Zusage. Und du hast gemacht. Blieb mir ja nichts anderes übrig. Wie findest du es von dir, dass du hier hochgekommen bist? Ja, ich finde das schon auch mutig. Dass da eben. Also das ist aber nicht die kleine Schwache, oder? Ich habe schon mal ein Coaching, im Übungscoaching gemacht, für diesen Moment, wo ich dann irgendwo hingehe und da stelle ich mir jetzt immer Michelle Obama vor. Und das hilft mir tatsächlich. Aber das gilt nur für den Moment des Losgehens. Klar, natürlich. Und das wäre auch viel zu einseitig, wenn man nur jetzt auf das fokussiert. Da musst du gar keine Sorge machen. Ne? Ich mache jetzt keine lösungsfokussierten Angebote. Guck mal, das gibt's doch schon in dir. Nehmen wir an, ich würde das machen. Wie käme das bei dir an? Boah, käme auf den Versuch drauf an. Aber wahrscheinlich nicht so gut, da hast du recht. Meine Befürchtung wäre, es würde dir noch mehr Druck machen. Möglicherweise. Weil das wäre so ungefähr vielleicht so befürchte ich. Also du sagst, siehste, geht doch, du bist doch hier hochgekommen, du kannst doch auch. Aber das würde genau die kleine Schwache nicht genügend berücksichtigen. Und genau das ist der große Unterschied zwischen Gunther Schmidt und Steve DeShazer. Ich schätze beide, aber ihr wisst, ich bin Fan, Schüler und ja, wirklich eng mit Gunther Schmidt. Und ein Steve DeShazer sagt, Problem Talk creates problems, Solution Talk creates solution. Und deswegen spricht er sofort alles Negative, die kleine Schwache, alles andere weglassen und nur auf die starke Frau, die wie Michelle Obama da auf die Bühne gekommen ist. Und genau das würde passieren, was Gunther eben gesagt hat. Ja, man kann sich da reinsteigern, aber diese kleine Seite, die schwache Seite, die kindliche Seite, wie auch immer wir sie nennen wollen, die ist ja nach wie vor da. Und stellt euch vor, ihr habt eine Gruppe, ein Team, eine Familie, eine Abteilung und da ist eine Person, die ganze Zeit zurückstecken muss. Also sie ist schwächer, die anderen überstimmen sie, keiner hört sie, was auch immer da möglich ist. Und irgendwann platzt der Person auch der Kragen. In ihrem Fall ist es, die Stimme geht weg. Andere werden krank oder kriegen Wutanfall oder fangen an zu weinen oder. Und das finde ich das Geniale am hypnosystemischen Ansatz, dass wir genau die vermeintlich störende Seite, die dafür sorgt, dass die Stimme weggeht, dass wir diese Seite hören
und ernst nehmen und würdigen und wertschätzen und nach anerkennenswerten Gründen fragen, die Seite ein bisschen größer machen, Verständnis zwischen den Seiten aufbauen und dann kann ich ganz anders damit arbeiten, vor allem auch langfristiger. Und sorry, lieber Steve, aber das ist in meinem Erleben die langfristige Variante, wo man wirklich einen guten Umgang mit seinem, Schulz von Thun würde sagen, inneren Team, wir sagen Seitenmodell, also mit der schwächeren Seite findet. Aber macht euch selbst ein Bild, wie es hier weitergeht. Wie findest du das denn von dir selbst, wenn das eher das schwächere, kleinere, herzklopfende sich bei dir meldet? Wie findest du das von dir selber? Und wie gehst du denn dann mit dir um? Wie bewertest du dich denn? Wie redest du innerlich mit dich, wenn das so auftaucht? Ich finde es furchtbar. Du findest es furchtbar? Ja. Und das klingt jetzt nicht so, dass du dann sehr viel Mitgefühl für diese Reaktion in dem Moment spürst, sondern eher ärgerlich oder sonst was? Oder was heißt für dich furchtbar? Ja, Ärger trifft es vielleicht schon in gewisser Weise, weil ich mich über mich selber ärgere, dass ich mich da so selber limitiere. Mhm. Wenn du dich über dich ärgerst, was hat denn das für unwillkürliche Auswirkungen in dir? Macht es das gleich lockerer oder später? Nee, lockerer macht es nicht. Sondern? Ja, ich werde eher, also ich gerate noch eher in die Haltung rein als sowieso schon. Ist doch verständlich. Das ist ja, dieser Ärger ist ja eigentlich eine verständliche Reaktion darauf, dafür, dass du halt willst, dass es so wird, wie du es gern hättest. Und das finde ich völlig berechtigt. Allerdings, die Art, also die Absicht ist klasse, aber die Art des Lösungsversuchs in der Wirkung scheint nicht so hilfreich zu sein. Nee, eher kontraproduktiv. Genau. Also könnte man ja sagen, wenn du dich noch ein bisschen mehr verengen, schwächer und sonst die ein bisschen Herzklopfen orientierter machen wolltest, dann müsstest du nur ärgerlich mit dir umgehen und dir eine auf die Mütze geben. Ja. Schon mal gelungen da und dort? Auch das eine großartige Technik. Wenn ich dich frage nach der Lösung, wie kann ich es denn besser machen, weil ich es eben nicht ziehen will oder weil dir einfach keine Ideen kommen, was sie verbessern könnte, dann kann ich immer fragen, was könntest du schlechter machen? Ich streite mit meinem Nachbarn, meinem Kollegen, und wie kannst du es lösen? Gar nicht, der blöde Idiot. Ja, was könntest du machen, dass es schlechter ginge? Auch da könnte ich dit. Und im Unbewussten kommt das ja an und automatisch haben wir die Bilder, das Gegenteil davon zu tun. Und das ist eine wunderbare, eine von vielen wunderbaren Techniken, die verwendet werden. Und wissen auch, ja, wunderbar, das können wir so machen. Ich bin mir dann ja nicht bewusst, dass es Ärger ist, den ich da wahrnehme. Ich bin in dem Moment so auf die Situation fokussiert und das ist so ein Überlebenstrieb, weil man muss ja agieren in dem Moment. Also man hat ja keinen drin. Natürlich. Ich kann das gut verstehen. Nur eigentlich fände ich es dann gar nicht passend mehr für dich, wenn ich jetzt auch so rede würde, dass du das bist, die da so reagiert. Weil offensichtlich ist da ein Verein unterwegs, ne? Also, wenn du da in dieser Rolle bist, eine macht dafür, und der andere, Herrgott, nochmal, verdammt nochmal, sei doch endlich mal anders so. Also geht ja relativ viel Energie auch in so eine innere Beziehungsdynamik rein, wo eine Seite eine andere ärgerlich reagiert. Aber das hat unwillkürliche Wirkung, die dich schwächt, bisher. Aber in dem Moment merke ich den Ärger ja nicht. Ich bin nur so fokussiert auf das Überleben in der Situation. Genau. Aber dann würde ich... Ganz wichtiger Moment. Sie ist aufs Überleben fokussiert. Was für eine krasse Aussage, wenn eine gestandene Frau durch, wir können flapsig sagen, ein paar Gedanken, inneren Dialog, so in Not ist, dass sie auf ihr Überleben fokussiert ist. Und Gunther davor hat wiederum auch darin sie bestätigt, dass es vollkommen normal ist, dass man so innere Dialoge miteinander hat. Hat nichts mit Schizophrenie zu tun, oh, ich rede mit mir, ich höre Stimmen, sondern nein, das sind verschiedene Persönlichkeitsanteile. Die stärkeren, dominanteren, die eher ruhigeren und dann gibt es die ganz ruhigen. Und meistens ist es, dass ein starker, dominanter Teil und ein ganz ruhiger Teil gerade im Konflikt sind. Der ganz ruhige Teil mit letzter Kraft zieht die Notbremse und schaltet die Stimme aus. Oder wie Gunther sagt, schickt sie auf eine Reise.
und der starke Teil haut weiter drauf. Und das mal zu erklären und dafür auch zu werben, dass es in Ordnung ist, verschiedene Anteile zu haben, sie aus ihrer Situation ein bisschen zu bestätigen, dass die Frau Angst um ihr Überleben hat, zu sagen, hey, das ist ganz normal, verschiedene Anteile, wir arbeiten jetzt mit denen, grandios. Ich halt gerne einladen, wir gucken mal, wenn jetzt schon das, weil wir das, warum ich dir das jetzt vorschlage, das hat damit zu tun. Ich gehe davon aus, wenn das so unwillkürlich kommt, da kann man sich 20 Mal vornehmen, dass es nicht kommt, es könnte trotzdem anspringen. Und dann wäre es ja viel günstiger, wenn du auch sehr flexible, elastische Strategien hättest, dass selbst wenn es mal anspringt, du dann sagst, oh wow, jetzt gucken wir mal, wie wir damit umgehen, sodass wir in die Kraft kommen, die du brauchst, in diese Richtung der gewünschten Art zu gehen. Ne? Und eins habe ich jetzt schon verstanden, wenn, was ja völlig verständlich wäre, als gelernter Lösungsversuch dann Ärger, auch wenn der nicht bewusst wäre, kommt, dann wird es eher einengender und schwächender wirken. Ne? Also könnte man umgekehrt auch sagen, oder würde ich die Frage, ob dich das interessiert, dass man mal guckt, wie man anders vielleicht, wenn das schon kommen könnte mal, schon im Vorfeld und dann, wenn es kommt sowieso, damit umgehen könnte, sodass es dich lockerer in deine Kraft bringt. Wäre das interessant für dich? Interessant ist mir die Frage, die bewusste Kognition. Den Gatekeeper wieder abholen, um weit im Unbewussten arbeiten zu dürfen. Habe ich schon gemerkt. Okay, ja. Wie geht es denn im Moment mit unserem Sprechtisch? Für dich okay so, oder? Ja. Wie reagiert dein Organismus? Das Herzklopfen ist tatsächlich schon etwas weniger geworden. Wie konnte das passieren? Ja, das frage ich mich auch. Naja, meine Hypothese wäre, dass sich etwas in dir respektiert fühlt. Ja, das glaube ich auch. Das sollte man weiter so machen, findest du nicht? Ja, unbedingt. Also, ja. Naja, und da wäre jetzt eigentlich, könnte man mal gucken, das meldet sich ja, obwohl du das nicht willst, wenn es sich meldet, Gott sei Dank, ja sicher nicht immer. In meinem Denken, und das würde ich dir gerne anbieten zur kritischen Prüfung, so blöd du das verständlicherweise findest auf der bewussten Ebene, ist das für mich so etwas wie ein Botschafter von Bedürfnissen. So irgendwie. Dieser Seite, die da so reagiert, die erlebt sich ganz offensichtlich in einem Kontext, nicht der, den wir jetzt so miteinander haben, sondern in einem anderen, sagt, oh Gott, und was soll ich da? Was, die hat vielleicht das Gefühl, da muss jetzt unheimlich vieles von ihr, was weiß ich, geleistet oder sowas werden, wäre meine Hypothese. Und sie fühlt sich gerade aber, ob ich das hinkriege. Und umso mehr bräuchte die ja vielleicht Unterstützung oder sonst was, weil die meldet sich halt. Und damit für mich heißt es, sie meldet eigentlich auch ein kluges, intuitives Wissen an über einen Bedarf. Wie wenn sie einen Mangel erlebt, so, oh, ich bräuchte davon und davon was. Das ist jetzt vielleicht noch nicht klar was, aber das können wir übersetzen, so in der Form, um dann zu gucken, ob du was dafür tun kannst für diesen Bedarf. Wäre das so für dich passend? Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Was könnte das denn sein, was die brauchen könnte? Die scheint ja kleiner und schwächer zu sein und scheint eine Rolle ausfüllen zu müssen aus ihrer Sicht, von der sie verzagt, den Eindruck hat, ob ich die überhaupt ausfüllen kann, oh Gott, ich weiß es nicht. So kommt es vor. Wäre das in diese Richtung, oder? Ich glaube, mit der Rolle für sich genommen habe ich nicht das Problem. Es ist tatsächlich dieses, da stehen zu müssen. Und was ist daran für die Seite, also nicht für die ganze Person, würde ich mal sagen, aber für diese Seite, mit der wir uns da jetzt mal würdigen? Was für eine Aussage. Sie beginnt die Auftragsklärung damit, ich möchte Führungskraft werden und traue mich nicht. Oder habe da eine Blockade, wie auch immer. Und was ist immer Führung alles wichtig? Selbstmanagement, Kommunikation, den Druck von oben, sich um die Leute zu kümmern, die ganzen Tasks zu organisieren, seinen Tag zu organisieren und, und. Also kognitiv eine so große Liste. Und was ist dieser mini kleine Baustein, der ihr fehlt, um den Rest kann sie ja schon alles, ist da vorne stehen zu müssen. Kognitiv könnte man sagen, das ist nicht mal 1%, stell dich nicht an, mehrheitlich passt das schon. Aber genau der eine blockiert. Und es wird dir jetzt bewusst. Und dann geht es ja nur noch, also für sie ist natürlich die Welt, aber aus einer Coaching-Sicht geht es jetzt nur noch darum, ihr die Kraft zu geben, vorne stehen zu können.
Und dazu brauchen wir diese kleine, schwächere Seite, die wir gerade gefunden haben, die sich gesehen fühlt, was dazu führt, dass es ihr besser geht. Und jetzt wissen wir, woran wir arbeiten müssen. Wie entspannt ist das denn, einer Person nicht Führung beibringen zu müssen, nicht Kommunikation, nicht Zuhören, nicht Projektmanagement, nicht die ganzen anderen Sachen, die kann sie ja schon, sondern nur den mentalen Zustand zu erzeugen, was braucht sie, um da vorne stehen zu können. Sie hat selber erzählt, in der Coaching-Ausbildung hat sie ein Coaching gehabt, um was zu starten, um loszugehen. Michelle Obama, das hat sie ja auch genutzt, um auf die Bühne zu kommen. Und jetzt geht es eben noch darum, was braucht sie, um da vorne stehen zu können. Mal würdigend aus meiner Sicht beschäftigen sollten, was ist denn da so schlimm daran? Wenn man mal guckt, wenn man die fragen könnte, jetzt stehst du halt da, was ist denn daran so schlimm? Du stehst halt da, Gott, fertig, Abend, warum denn nicht? Was würde die sagen? Du hast gut reden. Was ist so für sie womöglich befürchtend oder sonst was? Ich denke, es ist, dass in dem Moment alle Augen, Erwartungen und so auf mich gerichtet sind. Und dass die Augen sich auf die richten? Ja. Du sagst auf dich, ich sag lieber auf diese Seite. Aber können wir gucken, wie man. Ist ja passend für dich auch so. Was ist denn daran so für die so, dass sie so irritiert wird, dass diese Augen da gucken? Ich vermute, dass es nicht nur die Augen an sich sind. Das ist vielleicht der bewusstseinsnahe Aspekt, sondern was die für Fantasien damit verknüpft, was von diesen Augen ausgehen könnte. Hat die dann den Eindruck, das sind bestimmte Erwartungen, die auf sie projiziert werden oder was? Von denen sie nicht so ganz sicher ist, ob sie sie erfüllen kann oder was? Was ist? Auch das ist der wichtige Punkt. Die Augen sind, wie sie sind. Erleben wird erzeugt durch die Fokussierung von Aufmerksamkeit. Ein Augenpaar auf mich gerichtet, ich freue mich, juhu, endlich hört mir einer zu. Und sie hat, oh weia, Hilfe, die guckt mich an, vielleicht kritisch. Augen sind Augen. Ich erzähle das Beispiel in der Coaching-Ausbildung mal gerne, kommt ein Hund rein. Der eine freut sich, juhu, den will ich kuscheln, streicheln, weil ich bin als Kind mit Hunden groß geworden. Der andere niest, weil er eine Allergie hat. Und der dritte hat eine Angst, weil er als Kind mal vom Hund gebissen worden ist. Nicht von dem Hund, sondern von irgendeinem anderen. Aber die Erlebnisnetzwerke sind da. Und da kann der Hund nichts dafür, dass der eine ihn streicheln, der andere niest und der dritte weglaufen möchte. Und so ist es da ja genauso. Welche Bedeutung gibt sie diesen Augen? Und die Augen können wir nicht wegcoachen. Wir können aber an der Bedeutungsgebung, das Reframing, was er die ganze Zeit macht, wir können es in einen anderen Kontext, einen anderen Rahmen setzen oder den Umgang damit verändern. Mal schauen, wie die beiden das machen. Leute da denken könnte oder was wäre das in der Richtung? Also ich denke, das ist schon ein Teil davon, ja. Was ist denn das Schlimmste, was die befürchtet so? Dass ich mich lächerlich mache, dass ich... Ja. Ja, also ich mache es ein bisschen psychodramatisch jetzt mal, wenn es für dich nicht passt, sagst bitte so, als ob die da steht und alle Augen gucken und die machen schon so... so ein bisschen in die Richtung. Ja, könnte so sein, ja. Ja, ja. Naja, wenn die das so erlebt, finde ich ihre Reaktion überhaupt nicht blöd. Weil wenn das so wäre... dann finde ich das nicht angenehm. Also da muss man der Erleuchtung schon extrem nah sein, wenn einem das dann nicht kratzen würde, finde ich. Auch wieder Pacing der Seite. Also selbst wenn die ganze Zeit. Sind, super. Ja, genau. Und naja, jetzt fällt mir dabei auf, wenn man jetzt dann die fragen würde, was hättest du denn gern lieber, weil du stehst ja dann da und da gucken die Augen vielleicht auf dich, dann hätte die ja wahrscheinlich eine bestimmte Sehnsucht vermutlich oder einen Wunsch. Wie, wenn die Augen schon gucken, was das dann für Reaktionen bringen würde, was hätten die, wann würden die sich sicher fühlen? Da geht es ja anscheinend sehr auch um Erleben von Sicherheit, oder? Ja, bestimmt. Was hätten die gern, was ihr Sicherheit geben würde? Dass sie sicher wüsste, dass diese Augen nicht irgendwie sich lächerlich machen, bezieht ja, ist ja eigentlich eine Interaktion. Du kannst schon machen, was du willst. Aber das ist an sich nie lächerlich, sondern eher durch Reaktionen anderer würde das so aussehen, als ob es lächerlich wäre. Also so sehe ich es zum Beispiel. Wäre das die Befürchtung, dass andere so reagieren würden dann, dass sie das abwerten würden, was da
kommt von dir oder nicht gut finde? Oder? Ich glaube, so ein Teil von mir sitzt selber dann oder steht auf der anderen Seite und denkt, also erfüllt die eigenen Erwartungen nicht. Und da ist das Bild, die Metapher, wo stehen die beiden? Du sagst, sag ich dir ehrlich. Wieso? Naja, weil... Woher wusstest weißt, du das? Das sind jetzt natürlich Erfahrungswerte von mir, aber da könnte Augenglotzen schon aussehen, solange sie wollten, wenn es nicht eine innere Seite gibt, die dann womöglich dann sagt, siehste und so, und eigentlich mit einer sehr hohen Erwartungslatte sozusagen sehr kritisch auf einem selber guckt, dann kommt es ganz anders an, dann kratzt es einem vielleicht gar nicht so. Also diese Seite ist in gewisser Weise in einer saublöden Situation, von einer Seite von innen kriegt sie schon Druck und von außen befürchtet sie Druck. Das ist eine Sandwich-Position, wo sie ein bisschen quetscht, finde ich. Ja, das ist so. Nicht sehr fair für die, finde ich. Nee, gar nicht. Ja. Aber so gesehen ist ihre Reaktion für mich hochkompetent. Das klingt für dich vielleicht merkwürdig, aber wenn ich mir vorstelle, ich nehme das jetzt ganz ernst, ne? Ich habe gelernt, diese inneren Kontexterlebnisse sehr, sehr ernst zu nehmen. Das ist ja für die wie ein Albtraum im Alltag, wo von einer Seite, womöglich von hinten, ihr ins Kreuz getreten wird und von vorne hat sie schon das Gefühl, bum, bum, bum. Ja, wenn man da fröhlich sein sollte, also da braucht man echte Beratung dann, ja. Finde ich. Deswegen bin ich ja hier. Nein, ich meine, da ist ja überhaupt nicht angemessen, locker und fröhlich zu reagieren. Da finde ich, sollte man die inneren Kontexte... Pacing und sie nickt die ganze Zeit, weil die Seite sich gesehen fühlt. Ja, unbedingt. So. Ja, na dann würde ich aber lieber anfangen mit der Seite, die so kritisch auf dich guckt. Okay. Weil die, man weiß ja nie, wie andere Leute reagieren. Aber mit den eigenen Beziehungsgestaltungsmomenten könnte man vielleicht noch ein bisschen so was gestalten. Und da gibt es offensichtlich eine Seite von dir, die hat sehr hohe Erwartungen an dich. Kann man das so sagen? Ja. Welche hatten die? Wie du da jetzt dann die Performance machen solltest? Wie meinst du das? Naja, die hat ja Erwartungen an dich, wenn da die Augen glotzen oder so, ich sag's mal glotzen, auf dich gucken so in der Form, dass du das auf eine bestimmte Art machen solltest, die wirklich, ja, brillant sein sollte. Genau. Die erfordert... Jetzt haben wir die erste Seite rausgearbeitet, die schwache Seite, gewürdigt, gewertschätzt. Und jetzt kommt die starke Seite, die von außen guckt. Dass wir die auch kennenlernen, dass die Klientin beide Seiten bewusst hat und mit ihnen arbeiten kann. ...sein sollte. Genau. Die erfordert, die fordert von dir was oder von dieser Seite was. Die fühlt sich aber, ob ich dem gerecht werden kann, oh Gott. Was fordert die von dir, diese Seite? Ja, dass ich souveräner bin. Souverän. Egal, was kommt. Souverän. Immer. Ja. Ja, selbstverständlich. Also drunter fangen wir schon gar nicht an, oder? So, ja. Genau. Ja, das ist das Mindeste. Würde ich auch. Gesicht der Klientin. Sagst du das oder sagt es diese Seite? Das sag schon ich. Also du hast eine intensive Koalition mit dieser Seite. Unbedingt, ja. Dann aber gegen die Schwache und Kleine. Ja, so natürlich. So wirkt es aus. Ja. Aber die brauchen wir jetzt. Das ist das Blöde, gell? Am liebsten wird man sie ja nicht dabei haben und sagen, du bleibst zu Hause, ich sperre dich ein. Ja, das wäre schön. Okay. Aber die geht mit. Das habe ich ja auch schon gemerkt über die Jahre, dass sie immer mitgeht. Also um die kommen wir irgendwie nicht rum. Nee. So. Ob es einem passt oder nicht. Ich finde auch gar nicht, also man könnte das auch sagen, ich habe extra da ein Modell mal dafür entwickelt, das nenne ich das Restriktionsmodell. Ne? Und so. Und da hat man halt so ein Wunschziel, ein Sehnsuchtsziel, also zum Beispiel, wenn doch diese scheiß Seite zu Hause bliebe. Wir geben sie ab, so Findelkind, legen wir jemand vor die Tür oder so ähnlich. Aber dann kommt die durch die Hintertür wieder mit. So eine blöde Nuss, so in der Art. Aber insofern kriegst du das wahrscheinlich nicht hin, weil das ist halt ein Teil von dir. Deswegen könnte man so gesehen für diese perfektionistische Seite, so nenne ich das jetzt mal, ist das okay? Ja. Können wir nur Zweitbestes machen, wenn sie schon mitgeht, dass man halt irgendwie mit ihr umgeht, sodass sie einen ständig da schwächt und so weiter in der Form. Und das hieße für mich, naja, was wäre denn eine zweitbeste Art des Umgangs, wenn man sie nicht loskriegt? So. Da würde ich dir vorschlagen, dass man
ab sofort jetzt mal einfach mal ausprobiere, ob das für dich einen Unterschied machen würde, wenn man mehr in Ich-Form von über dich redet, weil das hat die typischerweise die Auswirkung, dass man sich damit mehr identifiziert oder assoziiert und dann tobt es in deinem Organismus. Aber nehmen wir an, du könntest sagen, also eigentlich gehe ich zu dritt in so eine Rolle. So, da bin ich und da habe ich eine Seite, die sagt, aber so souverän, der ganze Tag locker auf dem Hocker, egal wo, unter anderem so ungefähr so. Und wenn du dann sagst, eine Seite von mir hat Herzklopfen oder produziert Herzklopfen, eine Seite von mir reagiert ein bisschen überlastet und verwirrt. Und genau das erzeugt einen ganz anderen Umgang mit sich selbst. Nicht ich, sondern die Seite. Die macht enormen Erwartungsdruck. Das sind Seiten von mir, doch nicht ich als ganze Person. Würde das nur den geringsten Unterschied machen in dir, in deinem Erleben, im Vergleich, wenn du sagst, ich? Also ich soll ich sagen oder die verschiedenen Seiten? Ja, also soll ich gar wahrnehmen. Nichts. Ich wollte nur halt Angebote machen, so jetzt irgendwie. Wenn du vergleichst und sagst, ich habe die Befürchtung, dass ich die Stimme verliere und ich erwarte von mir aber sehr viel Souveränität und ich und ich und ich, dann hat das eine bestimmte unwillkürliche Erlebniswirkung. Priming, sogenannte Bahnung. Und wenn du jetzt aber sagen würdest, muss aber keinen Unterschied machen, ich wollte es nur zur Prüfung machen, wenn du dafür sagst, das bin ja gar nicht ich als ganze Person. Eine Seite von mir bibbert und eine andere hat ganz hohe Ansprüche und die wirkt dann sehr druckmachend vielleicht auf die andere, also sind Seiten von mir, nicht ich als ganze Person. Auch die da so Herzklopfen hat, ist eine Seite von mir, nicht ich als ganze Person. Würde das einen Unterschied für dich machen oder keinen? Ja, ich glaube, es würde einen Unterschied machen tatsächlich. Welchen? Es würde erleichternd wirken. Wie könnte es kommen? Das würde entlastend wirken, oder? Ja. Aha. Hast du eine Erklärung dafür? Ja, wahrscheinlich schon, wie du gesagt hast, dass es halt nicht das Ganze dann repräsentiert, sondern tatsächlich nur ein Teil von mir selber. Also meine Hypothese. Wir verändern einfach das Erleben und den Umgang. Nicht ich ärgere mich oder mir fehlt die Stimme, sondern hey, die eine Seite hat einen großen Anspruch und die andere ist gerade unter Druck. Diese Kommunikation liebe ich auch losgelöst vom Coaching. Ich sage, hey, muss irgendwo warten, als Mensch kann ich es verstehen, als Kunde habe ich aber gleich noch einen Termin, würde gern wissen, wie es dann weitergeht. Also eine Metakommunikation von diesen Seiten im Umgang mit sich selbst, im Umgang mit anderen, mit meinem Klienten und vor allem auch in dem Klienten diese Seiten herausarbeiten und dass unser Klient selber auch damit springen kann, damit spielen kann und einen guten Umgang dieser verschiedenen Seiten erarbeiten kann. Ich wäre jetzt in Erfahrungswerte wieder, dass es ein bisschen Abstand schafft von diesen Sachen und deinen Blick ein bisschen weiten kann. So. Und so gesehen könnte man sagen, ja, dann gehst du dann zu dritt in diese Führungsrolle. Eigentlich könnte man ja da ein bisschen mehr Honorar für, also, du kommst ja als ganzes Team, hör mal. Also, da muss man sowieso sagen. Unter dem Aspekt habe ich das noch nie gesehen. Eben, so gesehen muss man sagen, du bist sehr großzügig für die Gehaltsverhandlungen, wenn du da überhaupt in diese Rolle gehst. Also, musst ja denen nicht unbedingt sagen. Das nehme ich für die nächsten Bewerbungsgespräche. Aber du könntest ja dann zum Beispiel dann denen sagen, übrigens, dass ich als Team hier ankomme, das ist eine sehr großzügige Entgegenkommensleistung von mir, gell? So irgendwie. Ich bin nicht ganz sicher, was die Gegenseite sagen wird. Ja, ja. Aber du für dich könntest wenigstens so würdigen, so, ne? In der Form. Und dann fällt mir jetzt gerade auf, wenn wir das so sehen, ja, da bist du ja sowieso, du bist ja in einer doppelten Führungsrolle, einmal nach außen, aber auch nach innen. Ich sag mal, das ist man doch immer, oder? Also bitte? Das ist man ja immer in einer doppelten Führungsrolle. Also man muss sich ja immer selber führen. Ja, aber dann könnte man gucken, wie du dieses innere, diesen inneren Verein von dir, wie du den führen könntest. Mhm. Und da könnte jetzt einfach nur als Idee mal so sein, ist meine Erfahrung, jetzt das habe ich durch viele Rekonstruktionen halt allmählich auch erst gelernt, weil das gab es in keinem Lehrbuch oder sowas, habe ich so entdeckt, dass die Art, von wo das auf einem einwirkt, einen Unterschied macht dafür, wie man es steuern kann, so in der Art.
Und die Seite, die sagt, souverän, souverän, souverän und so, der ganze Tag souverän. Wenn man das vom gefühlten Erleben her mal sozusagen, von wo das auf dich einwirkt, wenn man es mal so aus dir raus platzieren könnte, kommt es von hinten, vorne, seitlich oder sonst wo, dann diese Kraft? Merkwürdige Frage. Die Kraft oder die, also die Seite, von wo kommt die? Ja, die Seite mit ihrer ganzen Kraft, würde ich mal sagen. Ach so. Wir sind jetzt ja bei In-Konstellation, das ist ja sowieso, das ist eigentlich eine imaginative Konstellationsarbeit. Die kommt von der Seite. Von? Der Seite. Ja. Von welcher Seite kommt die dann? Oder? Aktuell von links. Von links. Kommt sie sehr nah oder wie? Also wenn sie dich richtig unter Druck setzt, von wo kommt sie da? Sie kommt über den Arm. Ah, sehr nah. Ja. Also finde ich nicht so günstig. Nah. Genau, zu nah. So. Und bisher hat die bestimmt, von wann sie kommt und wie sie kommt. Auch das ist ein großer Unterschied. Viele Coaches arbeiten mit so Figuren auf dem Tisch von Playmobil. Wir malen irgendwas auf, dann ist die Seite da, dann ist sie da. In einem Team zum Beispiel, wenn man dann digital arbeitet, kann man die Figuren auch verschieben. Aber das ist ja ein Sinneskanal, nämlich der visuelle. Jetzt sind die meisten von uns primär visuell, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber auf der Ebene kann ich noch alle anderen, gut, zumindest die ersten drei, der Sinneskanäle noch mindestens mit einbauen. Nämlich, was höre ich denn? Welchen Unterschied mache ich es, wenn ich es von ganz weit weg höre oder wenn es ganz nah dran ist? Vielleicht hört man die andere Seite nicht, sondern spürt sie. Dieses kleine Bibbern im Herzen zum Beispiel. Und so kann ich eben visuell, auditiv, kinästhetisch viel besser mit einbauen. Ich verliere den Kontakt nicht, weil ich nicht das Coaching verlasse, um was im Flipchart aufzuschreiben oder irgendwelche Figuren rauszuholen. Sondern ich habe diese ersten drei Sinneskanäle wunderbar mit drin. Und nicht ich als Coach gebe vor, welcher der stärkste ist, sondern die Klientin geht in dieses Erlebnisnetzwerk und spiegelt, was, welchen Sinneskanal sie wie wahrnimmt. Und da das alles imaginativ ist, können wir es auch wunderbar verändern. Schaut mal zu, wie. Wenn du jetzt die Führungskraft wärst und du würdest dann sagen, wenn sie so nahe kommt hierher, die Wirkung ist nicht so günstig, welchen Platz könntest du ihr zuweisen, sodass dein Organismus sagt, na gut, weil loskriegen tust du die auch nicht. Außerdem finde ich die gar nicht blöd, die will doch was Gutes für dich. Die will, dass du einfach souverän bist und das gut machst. Hat auch nicht doch gar nichts Blödes, so in der Form. Nur wenn sie so nahe kommt, dann wirkt sie eher einengend und so, dass sie zu dem beiträgt. Also wenn du jetzt als Führungskraft sagst, übrigens, auf deinen Platz, so, da könntest du deinen Organismus fragen. Wir können so, wenn wir jetzt eine Konstellationsarbeit machen können, können wir sagen, wo müssen wir denn die hinstellen, so dass ich das Gleiche sagen wollte. Souverän, souverän, den ganzen Tag. Aber so, dass dich das so, also vielen Dank für diese Einladung. Und lockerer machen könnte. Weil der Antrag, das ist ja nur ein Antrag, kein Befehl. Du könntest dann sagen, vielen Dank für die Einladung, ich prüfe sie. Oder abgelehnt oder sonst was. Wo müsste die hin, sodass du wieder die Gestaltungskraft in dir spürst? Mit deiner Größe, mit deiner Flexibilität. Sie müsste von hinten kommen. Von? Hinten. Von hinten, ah, das ist interessant. Dann mache ich dir noch einen anderen Vorschlag dazu. Also nehme an, du würdest mal einfach als Gedankenspiel, und man könnte das sogar vielleicht körperlich ausdrücken, plötzlich merken, hallo, hier bin ich, die Steuernde. Und die Steuernde, die dann sagt, wo es lang geht, hier, auch ihren verschiedenen Seiten. Welche Körperhaltung würde das für dich ausdrücken? Wärst du das so wie jetzt, oder? Nee. Sondern? Aha. Also schon etwas gerade aufgerichtet. Okay, wie wäre der Stand deiner Füße auf dem Boden? Sodass du einen guten Stand hast und so gut im Lot wärst. Wäre das so? Ja. Wenn man jetzt noch... Also ich würde ja im Zweifel stehen. Also wenn du willst, gern, wie du willst. Wollen tue ich nicht. Weißt du, ich finde das hier eine ideale Trainingschance, weil da glotzen so viele Augen auf uns. Genau. Deswegen gucke ich da auch nicht hin. So in der Form. Also aber immerhin so hier in der Art, weil das alles, vorhin hatten wir es auch mit eigentlich indirekt schon mit Raum erleben zu tun. Wenn du deine Hände nehmen könntest und deine Arme und mal, wie viel Raum dein Organismus bräuchte, sodass du merkst, hallo, hier ist jetzt die kompetente Frau. Ich meine, die müssen ja auch,
dass du überhaupt so eine Führungsrolle kriegst, das kann ja kein Versehen sein, oder? Oder waren die ich geistig? Hoffe nicht. Die waren doch nicht geistig umnachtet, wenn die dir. Nee, wahrscheinlich nicht. Also, insofern hast du ja all die Kompetenzen, um das auszufüllen, sonst wären die ja gar nicht auf die Idee gekommen, oder? Im Moment strebe ich das ja an. Naja, aber wenn du es anstrebst, heißt es für mich schon, da gibt es schon ein Wissen, dass du es kannst. Ja, finde ich schon. Also, und die das ist. Eben sagte er noch, wir wollen nicht so stark auf die Lösung fokussieren, denn da war der kleine, schwächere Anteil noch nicht abgeholt. Und er hätte die Klientin verloren. Jetzt ist sie in einem ganz anderen Zustand. Allein durch die Tatsache, dass sie vom so sitzen, sich gerade hinsetzt. Gesichtsausdruck, sie lacht, sie hat die Hände bewegt. Also achte auf diese ganzen kleinen Mikroexpressionen, Bewegungen, was jetzt schon anders ist. Und in diesem Zustand, wo er sie hingebracht hat, von, keine Ahnung, letzten 5 oder 10 Minuten, sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir sagen können, jetzt hast du es in dir. Die sind ja nicht blöd, dass sie dich da in die Führungsrolle sehen. Wie machst du es denn dann? Und jetzt kommt genau dieser Lösungsfokus, nachdem die Seiten an Bord sind. Sie weiß, wo sie was hört, nicht von der Seite, sondern hinten, wie sie umgeht. Auch diese Handbewegung, die er anbietet, das macht er ja nicht für sich, sondern er lädt sie ein und wer weiß, vielleicht nutzt sie auch eine Handbewegung. Auch das ein kinästhetischer Anker, um in dieses Lösungsnetzwerk zu gelangen. Also, und die das ist, die braucht Raum. Wie viel Raum bräuchte denn die, wenn du das austauschen würdest? Also ich okay. Na, da würde ich dir noch so vorschlagen, du hast jetzt so gemacht und es ist ganz stimmig natürlich, aber es könnte vielleicht einen Unterschied machen, wenn du so machst. Probier doch mal einen Unterschied, ob das einen Unterschied in einem Gefühl und Erleben machst, ob du so machst oder so und was für dich stimmiger ist. Also so komme ich mir vor, als würde ich schwimmen. Ja, also so was dir mehr deinen geschützten Raum, der deine Entfaltungsmöglichkeiten ausdrückt, bringt, wäre das dann eher so? Ja. Na wunderbar. Ah, oh, wow, so noch auch. Ja. Okay, und wenn du so machen würdest, du sagst, hallo, und mit dieser Haltung guckst, und dieser Raum wäre noch geschützt für dich sozusagen, wo würde dann die Seite sagen, souverän, souverän, wer ist hinter dir? Frag mal, wir können ja mal verschiedene, einfach so Optionen vergleichen auf deine intuitive Körperwirkung. In der Hirnforschung nennt man so somatische Marker halt so ein bisschen. Unsere Oma hat Bauchgefühl dazu gesagt. Aber heute muss man somatische Marker sagen. So. Ich werde es mir merken. Also, wenn du da, nimm an, sie wäre hinter dir und du machst so, wie fühlt sich's an? Also als ich hinter mir gesagt habe, habe ich gemeint im unteren Rücken tatsächlich. Aha. Also nicht von oben, was ja belastend wäre, sondern, wär, sondern etwas, was mich okay. von unten stärkt. Okay, jetzt tun wir sie mal nach links vorne, 2-3 Meter, mach doch mal so. Wenn du Lust hast und guckst, wie da dein Körper reagiert, sagst das Gleiche, inhaltlich genau das Gleiche an Botschaft. Souverän, souverän, souverän und so. Schlechter, besser, gleich. Fühle ich nichts. Aha, und da hinten besser? Ja. Mhm. Na süß, du hast ein untrügliches, intuitives Wissen, wo es auch nicht hinpasst. Weil nichts fühle scheint jetzt nicht so toll zu sein im Vergleich zu da im Rücken, oder? Ja. Machen wir es noch rechts, vorsichtshalber. Und da? Die bewusste Kognition von ihr hätte natürlich direkt ein Veto eingebaut, wenn wir sowas am Anfang begonnen hätten. Deswegen hat immer wieder gefragt, ist der Prozess in Ordnung, macht das für dich Sinn, brauchst du gerade was, um so einen guten Kontakt herzustellen, dass eine Frau wie sie auf der Bühne steht und sagt, tada, links und rechts und mal gucken. Und genau diese bewusste Kognition eben nicht das Veto einlegt, sondern sie unbewusst in der unwillkürlichen Welt der Intuition folgen kann, wo gehört es hin und so kommen wir zur Lösung. Ist da? Oder? Da ist also, nichts im Moment. Also ich habe den Eindruck, du hast noch mehr Wissen, als du vielleicht dachtest. Weil dein intuitives Körperwissen hat gleich von vornherein gesagt, dahinter. Und offensichtlich war das eine stimmige Beschreibung. Das macht mir den Eindruck, dass es eine gute Verbindung deiner Kognition mit deiner Intuition gibt. Das hätte ich jetzt für mich nicht in Anspruch genommen. Du musst nicht kaufen, gell? Aber ich sagte halt mal, für mich wäre das so. Mhm, interessant, da muss ich noch drüber nachdenken. Falls es dir je stimmig vorkommen würde mal,
Wie wird sich das auswirken in dir? Du meinst, dass diese Konkurrenz da ist? Also in der Situation, wo ich mich dann gut fühlen würde, in so einer Situation, dann wäre es sehr stärkend. Allerdings, wenn ich mich nicht gut fühle, wäre es eher noch schwächend. Es kommt darauf an, was man dann, wie man das übersetzt mit dem Schlechtfühlen. Nehme an, dein Schlechtfühle würde dann mit dem Blick, ich habe eine intensive, gute Verbindung, so interpretiert werden, ah, da meldet sich was, ich brauche noch was. Wäre es dann auch schwächend oder eher? Naja, also wenn ich dieses Bauchkribbeln hätte, das dann so hochsteigt und zum Herzrasen führt, dann würde ich ja denken, das will mir ja auch was sagen. Und vielleicht sollte ich gar nicht da sein. Oder vielleicht, also nehme an, du könntest sogar, nur als Gedankenspiel, es würde mal so das kommen und du würdest dann sagen, ja, ich bin sowas von in Ordnung in dieser neuen Rolle, die ich da anstrebe, die ist doch ungewiss für mich, die ist schon unvertraut und so weiter und das ist sowas von adäquat, dass es da bibbert in mir, sowas von adäquat, weil es ist ja noch nicht vertraut. Hast du schon mal schwierige Situationen in deinem Leben bewältigt, die am Anfang auch für dich aussahen? Ja, klar. Ah, klar, also. Und war da auch ein Bibbern am Anfang vielleicht dabei? Wenn es noch unvertraut war? Und Nee, also nicht so negativ. Nicht so negativ. Also ne? Zumindest kann ich mich im Moment an nichts derartiges erinnern. Das waren dann Situationen, wo nicht so viel, du den Eindruck hattest, dass so viel erwartet wird von dir, viel mehr möglich, oder? Naja, da stand ich halt nicht vor einer Riesengruppe Leute. Genau, aber dann ist das ja eine ganz unvertraute Situation, oder? Nee, die Situation ist nicht unvertraut, zumindest ist mir das ja schon öfter passiert, aber... Aber so vor Leuten meine ich. Ist das unvertraut für dich, oder? Nee, also in der Vergangenheit habe ich ja schon solche Situationen erlebt. Aber die, was ich sagen wollte, war, dass diese herausfordernden Situationen, ich habe da jetzt nicht an eine Situation gedacht, wo ich auch vor anderen groß stehe, sondern das waren dann eben herausfordernde Aufgaben. Aber da sitze ich vielleicht mit einem Kollegen zusammen oder mit einem Chef oder so und dann oder ich bin alleine im Homeoffice oder sowas und es ist einfach eine herausfordernde Aufgabe, aber das ist nicht vergleichbar mit dem Gefühl, was ich bekomme, wenn ich eben irgendwo auftreten muss. Und hast du schon mal solche Situationen erlebt, wo auch andere dann so, also was du jetzt so als das Belastende ansiehst, dass da die Augen auf dich gucken und die auch gut bewältigt? Ich sage mal, vergleichbar ist, dass ich spiele ein Instrument und auch im Orchester. Und früher saßen, also ich spiele Cello, und früher saßen die Celli meistens am Rand, links. Und mit dem Studentenorchester haben wir im großen Hörsaal gespielt, da waren 1000 Leute und die erste Reihe war wesentlich enger als hier und die saßen sozusagen fast auf meinem Schoß. Und das Lampenfieber war unbeschreiblich. Und wie hast du das bewältigt? Keine Ahnung, also man muss dann ja mitspielen, aber also es war auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm. Wahrscheinlich kommt es auch deshalb von links, dieses schlechte Gefühl, weil die ja so nah waren. Und es hat mir sehr geholfen, in Orchestern zu spielen, wo die Celli nicht mehr außen sitzen, also wo ich mehr in der Mitte sitzen, wo ich nicht so gesehen werde. Oder niemand mitbekommt, nicht so zwingend mitbekommt, wenn ich mich verspiele. Ich habe aber den Eindruck, aber bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch verstehe, das war ja wahrscheinlich auch eine Situation, die enorm belastend oder herausfordernd war, aber irgendwie hast du bewältigt. Ja, weil ich mich halt auf die Noten konzentrieren musste. Du hast dich auf was anderes fokussiert und nicht nur hypnotisieren lassen von den Augen und von diesen. Ja, das wäre schwierig geworden. Also man guckt ja dann auch weg von denen. Ja, nehme an, da gibt es ja schon hilfreiche Lernerfahrungen dann. Du wärst jetzt in so einer Führungsaufgabe, so wie du es anstrebst. Und da machst du das ja auch für bestimmte Aufgaben, für irgendwelche Sachen. Und das wird jetzt ähnlich wie bei den Noten, es wären jetzt halt keine Noten, aber du würdest nicht auf die Augen gucken oder eine Seite guckt ja nur auf die Augen anscheinend so ungefähr.
Und du würdest sagen, Leute, wir gucken jetzt dahin, um was es hier geht und auf diese Sachen. Und da haben wir schon sehr kompetente Vorerfahrungen über das Spielen im Orchester, wo wir umfokussiert haben, weil das ist ein interessanter und offensichtlich sehr hilfreicher Umfokussierungsprozess gewesen, wo du in Kontakt warst mit dem, was du jetzt als Aufgabe angesehen hast. Und das war dann der Fokus. Und der Rest ist dann so irgendwie ein bisschen auf Abstand gegangen. So kommt mir es vor. Kann man das so sagen? Ja, also das lenkt schon gut ab, wenn man sich auf was anderes fokussiert. Und es lenkt auf das hin, um was es eigentlich geht. Du willst ja dann in dieser Rolle was tun. Ja, nehme an, man könnte das jetzt übertragen vom Orchester darauf. Ist übrigens ganz schlecht, wenn man die Konzentration verliert beim Spielen. Ja. Weil dann verspielt man sich garantiert. Und bei deiner neuen Aufgabe vielleicht auch. Aber eigentlich so gesehen merke ich gerade, man könnte ja verstanden, du musst ja gar nichts Neues lernen. Also wenn du deine Führungsrolle wie beim Orchester deine Tätigkeit ausüben würdest, da wäre es ähnlich. Und hast du es schon mal gut hingekriegt beim Orchester? Offensichtlich. Naja. Ich hoffe mal, dass man nicht allzu sehr mitgekriegt hat, wenn ich mich verspielt habe, ja. Also wenn, das wäre dann nicht 100%, sondern nee, vielleicht nie. 80%? Höchstens. Nein, das Pareto-Optimum, mehr sollte man gar nicht machen. Weißt du, sonst ist Gesetz der abnehmenden Grenzerträge und der zunehmenden Grenzkosten, wird es anstrengender. Aber wenn jetzt reines Gedankenspiel, du könntest das in diese Richtung machen. Während eine Seite wäre so, oh Gott, da gucken die ganze Auge und andere souverän, 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 souverän. Und ich sage, vielen Dank für die Erinnerung, das bringt mich in den Fokus auf meine Aufgaben. Und die Augen, die gehen ein bisschen dann, wo sind die da hingegangen, auch beim Orchester, wenn du dich auf den... Und jetzt verknüpft er das. Es bleibt dabei, dass eine Seite auf die Augen guckt, vielleicht noch ein bisschen wimmert, das haben wir auch schon beruhigt, der Kontakt zu der anderen Seite, im Rücken, mit der guten Energie, dem geschützten Raum. Und jetzt werden die beiden Erlebnisnetzwerke verknüpft. Also Seite mit den Augen, an die Seite guckt auf die Augen, nur das heißt nicht mehr, war ja Hilfe, alles schlimm, sondern das erinnert mich daran, im Orchester fokussiere ich mich und mache eine gute Arbeit, auch wenn Understatement sie nur 80% angeblich gespielt hat. Dennoch ist es ja genau, wie Gunther sagte, Pareto Optimum. Und damit springen wir durch den unwillkürlichen Prozess. Ein Teil fokussiert auf die Augen, springen wir auf das Muster des Gelingens im Konzert. Das Muster ist schon angelegt und wir haben die Lösung. Auf deine Noten orientiert hast. Ja, dann gehen die Augen natürlich, also auf Noten und den Dirigenten. Eben. Und dann offensichtlich wird innerlich gefühlt der Abstand zu dem, zu denen da größer. Nehmen wir an, das könntest du übertragen auf das. Du bestimmst doch, wo du bist. Und wenn du sagst, andere Leute, die können halt nicht so spielen wie ich, aber ich spiele meine Führungsrolle orchestral. Und du könntest dann so mit dem Fokus, das sind jetzt keine Noten, sondern so, wäre das eine Hilfe für dich, oder? Ja, wobei das Schwierige vielleicht an diesen Situationen ist auch, dass ich nichts habe, woran ich mich festhalten kann. Beim Orchester habe ich ja wenigstens die Noten, stimmt, wo ich klar, stimmt, drauf gucke und dann insofern, theoretisch weiß, was ich ja machen muss. Und insofern Anker. Ist das eine schwierige neue Rolle, so in der Form. Und deswegen würde ich, wie hoch schätzen du die Wahrscheinlichkeit ein, dass du ohne Zittern, ohne Herzklopfen dann diese Führungsrolle übernehmen würdest? Mal bei nüchterner Betrachtung. Also die Führungsrolle per se schon eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, das machen würde, aber diese Situation, wo ich dann eben vor großen Gruppen sein muss, ich würde es wahrscheinlich machen, aber eben mit Unbehagen. Ja, und nehme an, das wäre jetzt von vornherein, also wie hoch wird die Wahrscheinlichkeit, du machst mit beginnendem Unbehagen, wie hoch wird die Wahrscheinlichkeit? Das sind ja 99%. Ja, dann wenn wir jetzt so mal an dem Ziel arbeiten würden, weiter miteinander, locker, souverän, nur souverän, das wäre dann ein Ziel mit einer 1%igen Wahrscheinlichkeit, findest du nicht? Ja. Das finde ich heroisch. Oder? Naja, klingt nicht so wahnsinnig heroisch. Naja, also
Das wäre doch irgendwie, und deswegen will ich dich gern für was anderes gewinnen, sage ich dir ehrlich, weil mit dem Ziel, da wirst du von vornherein offensichtlich in einem befürchteten Insuffizienz erleben kommen, so in der Art, und das macht dich noch mehr unter Druck. Nehmen wir an, du würdest da reingehen und dir von vornherein sagen, ich darf bibbern, ein bisschen. Etwas in mir, das bin ja nicht ich als ganze Person, eine Seite von mir darf bibbern. Also ich selber, ich bin ja kein Hellseher, gell? Aber nach dem, was wir bisher hatten, würde ich von der Prognose ausgehen, du löst das sehr gut mit bibbern, nicht ohne. Jedenfalls zu Beginn. Hier wird das Ziel nachverhandelt und achtet auf Ihren Gesichtsausdruck. Ihr gefällt's? Macht Sinn. Aber wenn das für dich, wenn du dich jetzt mal achtungsvoll, liebevoll, mit ein bisschen Mitgefühl für diese Seite annehmen könntest, wie wird sich das auswirken, wenn du für dich sagen würdest, ja, wenn ich das überhaupt mache, ist das toll mutig, so wie hier hochgehen auch, enorm mutig, und es wird hochwahrscheinlich sein, dass etwas in mir bibbert oder wie immer du das jetzt nennen würdest, und damit bin ich völlig in Ordnung. Das ist eine adäquate Reaktion auf eine völlig unvertraute neue Situation. Das ist wie so, du gehst ins Ungewisse. Und du weißt nicht, wie die Leute dann und so in der Form. Aber umso mehr bräuchtest du ja Schutz. Und diese Seite bräuchte Schutz. Und würde die mehr Schutz kriegen, wenn du ihr jetzt schon signalisieren würdest, hey, du darfst bei mir dabei sein und ich gebe dir einen geschützten, sicheren Platz. Wo könnte denn die hinkommen in deiner inneren Vorstellung, sodass die sich von dir geschützt fühlt? Würde die auch hinter dir stehen oder seitlich oder sonst wo? Du meinst die Stimme, die oder die Seite, die meint, dass ich nicht souverän bin. Genau, die auch vielleicht Angst hat vor der Situation oder was weiß ich. Wenn die aber jetzt von dir das Gefühl hätte, wow, sie schützt mich so. Ich darf sogar bibbern und ich habe einen sicheren, geschützten Platz. Weil die ist kleiner und schwächer. Und kleinere und schwächere Wesen, das Schwinnwesen, die brauchen gerade dann Schutz und Sicherheit, wenn sie bibbern. Nicht erst, wenn sie gut funktionieren. Im Unbewussten wird die Metapher jetzt so verändert, dass es für die Klientin hilfreicher wird. Ich glaube, sie werden den Oberarm. Oh, wow. Also wenn du kurz bevor du in so eine Situation gehst, einfach ab und zu sagst, übrigens, du darfst dabei sein, gell? Und die müssen das nicht sehen. Aber wenn du dich meldest, dann mache ich imaginiert, die brauchen das nicht zu sehen. Aber, aber so, wie wird sich das in deinem Organismus auswirken? Stärkend. Ist das nicht interessant? Du hast so einen klugen Organismus, der weiß genau, was er braucht. Und mit dem Bibbern sozusagen meldet er dir Vertragsbedingungen an. Also, pass auf, ich erlebe dich, ich schenke dir Stärkung, wenn du die zitternde Seite ein bisschen schützend in den Arm nimmst. Das muss man jetzt nicht so machen vor den Leuten, obwohl das ja pfiffige Intervention wäre. Wenn du sagst, übrigens, habe ich schon erwähnt, so, aber man muss die auch ein bisschen irritieren, finde ich. Aber das ist Geschmackssache. Gell? Aber wenn du es für dich so machen würdest, dann würdest du dich stärken. Und wenn du dich gestärkt erleben würdest, wie wird sich das auswirken auf deine sogenannte Performance, die souverän Fraktion von dir erwartet? Ja, hoffentlich positiv. Und hoffentlich würde die Stimme auch mitmachen. Und wenn du dann sogar sagst, zwischendrin darf sogar wieder deine Stimme ein bisschen so spazieren gehen, ein bisschen so, und dann umso mehr. Das ist ja nicht angenehm, aber du bist in Ordnung und ich schütze dich. Meine Vermutung wäre, dann kommt die Stimme wieder. Ich werde es mal ausprobieren. Wäre das denn für dich interessant? Ja, unbedingt. Wie es jetzt so für dich sich anhört, macht dir das überhaupt Sinn oder ist das so, was schwätzt der Typ daher? Nee, ich finde es interessant. Ja, aber da wird schon dir fast noch zu einer Freundin werden. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das passiert. Also ich meine, wäre den Anfängen. Ich mein, ja, ja, ne? Genau. Zum Schluss, wenn man sich auch noch in Ordnung findet, stell dir mal vor, wo soll das hinführen? Sieht dann vielleicht auch ein bisschen komisch aus, immer so zu machen. Ja, ja, klar, das muss man auch nicht nach außen machen, aber so. Ja.
Aber wenn du mit Mitgefühl für diese schwächere und kleinere Seite, die die andere ja nicht leiden kann, gell, so irgendwie, aber die scheint was zu brauchen. Deswegen müssen wir die andere überhaupt nicht abwerten. Ich finde, das ist sozusagen deine Entwicklungsbeauftragte, die Souveränitätsseite. Ne? Aber vielleicht, also das ist für dich vielleicht nicht so passend, aber bei dir ist sehr gut dahinter aufgehoben. Ich habe auch so eine Seite schon immer gehabt und die hat immer gesagt, die gibt es aber noch immer. Und ich kriege die nicht los, ich will die gar nicht loskriegen. Deswegen bin ich zum Beispiel nie ganz zufrieden mit mir. Aber damit bin ich ganz zufrieden. Das doch, das nenne ich Meta-Zufriedenheit, nenne ich das so. Ja. Meta-Zufriedenheit, die merke ich mir. Meta-Zufriedenheit. Ja, weil früher war die, die hat immer gesagt, na, können wir es denn noch besser machen, besser machen, besser machen, besser machen? Und da habe ich halt x-mal erkannt, scheiße, man hätte es besser machen können. Da hat die mich völlig platt gemacht. Dann habe ich gemerkt, ich habe dann meine eigenen Methoden für mich angewendet, die kommt von hinten oben, weil das konnte ich dadurch ableiten, dass ich da immer so Nackenverspannungen, einseitig aber nur in der rechten Schulter so Verspannungen hatte. Und das ist ein ungünstiger Platz. Die war noch größer und hat immer, die kommen gerne oft von hinten so, weil sie damit so Karate, ein bisschen Schläge in den Nacken hauen können. So, ne? Also ist nichts für mich. Und dann habe ich die umplatziert, meinen Körper gefragt. Und jetzt steht die dann 3 Meter ungefähr weg von mir, auf linker Seite, sagt noch genau das Gleiche, auch jetzt wieder. Hätten wir bestimmt besser machen können, besser machen können, besser machen können. Ja, hallo. So. Aber ich habe früher immer im Verein Fußball gespielt, bin ich halt Fußballfan. Die steht jetzt in einer Coaching-Zone da. Mhm. Und wenn die dann sagt, besser machen, besser machen, vielen Dank für die Einladung. Jo, hätten wir vielleicht machen können. Wieder was gelernt, toll. Also das ist meine Entwicklungsbeauftragte. Und wenn sie zu laut wird, schicke ich sie auf die Tribüne. Mit einer gelben Karte. Und du könntest ja gucken, was du mit der machst. Die ist ja nicht blöd. Und die will doch was Gutes für dich. Aber die andere, die bräuchte was. Könnte man dich dafür gewinnen? Mhm. Wie reagiert dein Organismus darauf jetzt? Also es fast schon ein bisschen neugierig, es auszuprobieren. Um Gottes Willen, ja. Stell dir mal. Aha, aha. Toll, toll. Wenn wir jetzt mal einen Vergleich machen, ich soll anscheinend jetzt langsam aufhören, habe ich irgendwie, da war irgendwie so ein Zeichen, ich habe es übersehen. Ich meine, die sagt schon wieder, besser machen, so ungefähr. Aber wenn du vergleichst, wo du am Anfang warst und wo du jetzt wärst, wenn wir eine Skalierung machen, wieder von 0 bis 10, weil 0 wäre, sagen wir, furchtbar und 10 wäre so toll, muss es jetzt auch wieder nicht sein. So Ende. Wo warst du denn da am Anfang, wo wärst du jetzt? Also am Anfang war ich sicher irgendwo so zwischen 0 und 20. Also wenn die Skala 100 wäre. Ja. Und jetzt vielleicht 40. Mhm. Naja, und es ist ja auch so, jetzt kommt die experimentelle Feldforschung. Was könnte dir denn helfen, das in den Alltag zu transferieren? Ja, ausprobieren. Und? Muss mir halt Gelegenheiten schaffen, das auszuprobieren. Zum Beispiel, ne? Aber man könnte ja auch Probehandel im Kopf noch so ein bisschen machen, vielleicht ab und zu so. Mhm. Oder das mache ich oft, aber das muss für dich nicht passen, dass ich Leute einlade, zum Beispiel kleine Symbolisationen für diese Seiten dann, diese etwas schwächere. Das ist der Alltagstransfer am Ende eines Coachings, also im Ende von der Skala von 1 bis 10 auf eine 40, das schafft auch noch Gunter Schmidt. Und jetzt geht es darum, wie kann ich das Erlernte umsetzen? Natürlich üben, jetzt kommen Ankerrituale, sie hat die Technik auch schon, die habe ich ganz stark gewesen, sie hat die andere Technik, sie hat Bilder, die mit einhergehen und ganz wichtig, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber musste es gelingen. Sie erinnert euch, war das Cello und die Noten. Jetzt wartet mal ab, was gleich noch passiert, wie sie selbst auf diesen Anker kommt, denn das Erlebnisnetzwerk war so positiv. Und so hat sie ihre verschiedenen Methoden und Werkzeuge, wie sie dann seitdem regelmäßig in dieses gute Erleben kommt. Und für diese Seiten dann, diese etwas schwächere, kleinere, wenn man für die sich ein kleines Erinnerungssymbol so irgendwie, könntest du dann irgendwo auf den Tisch stellen oder sonst was und der ab und zu vielleicht mal so machen mit der oder so, nur als Beispiel. Was könnte da ein Symbol sein für dich, um das? Ich glaube, ich brauche kein Symbol. Also? Ich denke, ich stelle mir dich einfach vor. Ja. Und wie müsstest du dich mir oder könntest du dich mir vorstellen, dass das dich unterstützt? Wenn ich so mache? Oder?
Nö, brauchst du nicht. Einfach gerade so. Wenn du so sitzt, ist, ich glaube, das ist die Gelassenheit, die du ausstrahlst. Gerne. Ist es okay für dich so, wenn wir es so stehen lassen? Bräuchtest du im Moment noch was dafür? Nee, aber wenn es nicht funktioniert in der Praxis, darf ich dich dann nochmal anrufen? Ja, da kommt der Kritiker wieder raus. Natürlich. Und wie könntest du dir jetzt schon versprechen, wie du mit dir umgehen würdest, wenn es nicht funktioniert? Was wäre denn der bisherige, gewohnte Weg? Würdest du dich dann beschimpfen oder ärgern über dich oder sonst was? Nee, das würde ich nicht machen. Ich würde einfach wieder versuchen, den Situationen aus dem Weg zu gehen. Das ist auch eine Möglichkeit, aber wäre das jetzt für deine gewünschte Entwicklung das Beste? Nein, das wäre total kontraproduktiv. War es ja auch in der Vergangenheit. Also wer, habe ich das so gesehen, das klingt jetzt komisch und das, also ich, am liebsten wäre es, also ich würde mir wünschen, das klingt ganz komisch, wenn es wenigstens ab und zu mal nicht so ganz klappt. Einfach damit du dann die Gelegenheit hast, zu prüfen, will ich dann zurückweichen wieder? Oder will ich mir den Mut erlauben, wenn ich diese Haltung einnehme, mich zu erinnern an dann das, was so, und dann umso mit Anerkennung in dieses, so wie du hier hochgekommen bist, weil da bist du auch nicht zurückgewichen und du hättest zurückweichen können. Die Fähigkeit, das sehe ich schon lang bei dir. Und wenn du die Fähigkeiten nutzen würdest, sogar wenn es mal nicht so klappt, wie wird sich das auswirken? Also wenn ich es wirklich schaffen würde, mich nicht abbringen zu lassen, das immer wieder zu versuchen, das wäre schon schön. Meinst du, du könntest es schaffen, dich nicht abbringen zu lassen, sondern... Ich arbeite da ja sowieso schon an mir. Ja. Sonst wäre ich ja und nicht Und du hast es schon längst gemacht. Ja. Hierher und so und alles Mögliche. Mit all den Augen. Genau. Ja. Und du sitzt hier. Ja. Und du hast... Und wo hast du es hingeguckt? Auf diese Augen oder auf unsere Zusammenarbeit? Auf uns. Das sind jetzt alle gekränkt, weil sie nicht mehr so wichtig genommen werden. Ich stelle mir dich als mein Notenpult vor. Und du hast es geschafft. Ich bin nur eine Erinnerungshilfe für deine Fähigkeiten, die du hier schon bewirkt hast. Und da habe ich große Hochachtung vor dir. Das meine ich ernst. Danke. Ich danke dir. Können wir so stehen lassen? Kannst ruhig da sitzen bleiben, wenn du willst. Wir haben gerade noch einen Satz zu ihr. Timo hat vorgeschlagen, dass wir dann noch mal drüber reden, aber ich habe dann vorgeschlagen, dass du, wenn du willst, dabei sein kannst und deine Kommentare geben kannst, weil nur über dich reden, finde ich blöd. Und genau dieses Gespräch, Gunther und ich nochmal über das Coaching, also wer sagt, ich habe euch noch nicht totgequatscht mit meinen blöden Kommentaren zu dem Coaching, kann das gerne auch noch anschauen. Das ist in den Kommentaren ist der Link zu dem zweiten Video, der Reflexion von Gunther und mir. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Danke Gunther für die Art, wie er ist. Also ich habe wirklich von keinem so viel gelernt wie von ihm. Und natürlich ganz großen Dank unserer Klientin, dass er sich da mit all diesen Augen und jetzt durch euch noch ein paar mehr Augen getraut hat, ihr Thema anzusprechen. Sie hat sich im Nachgang auch ganz großartig bei uns bedankt, was geschickt und Gunther natürlich auch, wie viel dieses Coaching ihr gebracht hat. Mir hat es viel gebracht und ich hoffe wirklich euch auch. Danke fürs Zuschauen.